Hallihallo, da ist der Gusua wieder. So, und zwar bin ich jetzt wieder mit meinem zweiten Account unterwegs und wollte nochmal kurz, ja, epische Angriffe nochmal aufzeichnen. Und ich hatte hier, glaube ich, auch noch was gesehen. Gucken wir mal, was hier geht. Ja, mit meinem anderen Account ist ja mächtig was am Swaggen. Das geht richtig los. Oh, 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 das sieht so aus, als hätte da einer meine Base nachgebaut. So ein bisschen, so irgendwie. So. Die kommt mir so bekannt vor. Oder liege ich da falsch? Felix wurde angegriffen. Aber ist auch komisch, dass der von der Seite angreift. Ich meine, klar, der Magierturm ist nicht da. Okay, der ist gerade im Upgrade. Aber ganz ehrlich, warum greife ich denn von der Seite an, wo eben gar keine Lager sind, die jetzt ordentlich wären? Also ist von daher eine richtig geile Verteidigung. Auf jeden Fall, da passiert auch nichts mehr. Da, ich glaube ich nicht, das wird hier nicht mal eine enge Kiste geil. Nicht mal ans Alex, nicht mal ans dunkle Alex gekommen. Richtig geil. Das Ding war nice. Aber das war wirklich einfach. Ich sag mal, ich guck dann schon so, wo könnte ich denn eventuell was getten? Ja, habe ich glatt mal vom Diesiaks abgezogen, das Wort. Und wenn ich an irgendeiner Stelle gar nicht reinkomme, beziehungsweise eben gar kein Lager ist, dann lasse ich das. Ja, komm, in Ordnung, passt schon. So, haben wir hier noch was? Schauen wir mal. Ich hoffe, mit der Facecam klappt es gut. Ich habe noch was ein bisschen umgestellt, aber ich glaube wirklich echt mal, ich werde langsam umsteigen auf eine bessere Webcam. Dass ich da wirklich einfach mehr Qualität drin habe und dass das mit dem Greenscreen halt noch besser geht. Weil das gefällt mir noch nicht so ganz. So, schön mit dem Schwein rein und mit dem Heal, klar. Passt. Da schön in die... Ah, ärgerlich. Aber so ist es. So, jetzt schön, die bleiben schön im Heal. Dann können die natürlich richtig was ruppen. Ganz klarer Fall. So, Heal ist jetzt vorbei. Aber, ja, einwandfrei. Einwandfrei. Guck mal, nichts steht mehr da. Ich muss mir angewöhnen, wirklich doller rein zu zoomen. Dass man wirklich ein bisschen besser was sieht. Weil sonst so dieses Allgemeine, das reicht halt einfach nicht. So ist viel besser, sieht man viel mehr. Richtig geil. Weil was die Schweine jetzt oben machen oder wie auch immer, ist ja vollkommen Banane. Wir wollen sehen hier, wie Loot zustande kommt. Ja, der Dreier King wird gleich richtig auseinandergenommen. Und, babam. Und schön schnell kaputt. Oh, kaputt. Richtig geil. Aber wir haben keine Schweine mehr, weil die hätten sich schon hier mit der Kanone beschäftigt. Nur mal so nebenbei. Geiles Ding, auf jeden Fall ein 100er. Schön am Ende das Rathaus gezogen. Einwandfrei. Das ist cool. Ja, bei uns im Clan, War Clan klappt super. Finde ich auch super, dass wirklich einfach alle sich gesagt haben, ach komm, wir gehen auch mal in Anführungsstrichen einen Strich auf den anderen, genau. Ein Stück auf den anderen zu. Und weil es ja, ist ja nun mal die Sache, es gab ja nun mal dieses Gespräch, nicht Beef oder sowas, aber es gab ja nun mal das Gespräch mit dieser Suchanfrage und so weiter und so fort. Somit war da ja ein gewisses Potenzial da und da finde ich es einfach mega cool, dass dann Fred jetzt auch nochmal gesagt hat, gut, okay, komm, ich gucke mir das mal an, mal gucken, wie lange er drinnen bleibt. Er ist gerade erst gekommen, aber finde ich eine richtig gute Sache. Ist eine meiner Meinung nach eine große Aktion von ihm. Er hätte auch sagen können, ach nee, will ich nicht und fertig. Ist meine persönliche Meinung. Finde ich richtig gut. Und wie gesagt, wenn man da einfach wirklich ein bisschen was zusammenwerfen kann, ist das eine coole Sache. Einfach um sich selber, ich habe das doch selber gemerkt. Ich wäre doch auch nicht derjenige, der ich jetzt bin, wenn ich nicht von anderen, wie gesagt, am Anfang halt mit Rampless zusammen, wenn man da nicht wirklich was gemacht hätte. Oh, jetzt noch das Dunkle. Das Dunkle, sehr geil.
Ja, das wird noch was. Das wird noch was. Ja, schön. Richtig geil. Richtig cool. Darum geht es. Das wollen wir sehen. Hier wollen wir. Ah, ärgerlich. Schade. Das wäre cool gewesen. Noch ein bisschen mehr, aber passt schon auf jeden Fall. Nee, aber von daher bin ich da echt zufrieden. Ich bin ja auch mal so ein. Ja, wie soll ich sagen? So ein Mensch, der wirklich. Ja, an Spaß und auch an Zusammenhalt interessiert ist, ganz klar. Volle Minen und Sammler. Das bringt auch Spaß. Apropos Spaß. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen mit dem großen Account. Habe ich angefangen jetzt auch nochmal mich ein bisschen am Bartsch zu probieren. Jetzt werdet ihr auch sagen, Bartsch, Bartsch, Bartsch. Ja, ich habe ja, wie gesagt, die Barbaren nie verwendet. Und jetzt echt gemerkt, ah, oh, die Barbaren sind doch nochmal logischerweise die Hälfte günstiger als die Bogies. Und eben auch noch mal 5 Sekunden schneller. Also es geht noch mal schneller von Truppen her. Aber das ist schon ziemlich nice. Ich habe das jetzt aber nicht nur als ganz normales Bartsch verwendet, sondern ich habe das so gemacht, dass ich Barbarenbogen und Kobis genommen habe. Und dann ist das eine coole Nummer. Hier eben auch eine richtig geile Nummer, wenn man die Bogies hat. Dann kann man schön noch in den inneren Kreis reinschießen und dann passt das alles. Dann ist das ganz soft. Ansonsten ist das nämlich schon eine schwierige Nummer. Wenn man jetzt wirklich nur Barbaren hätte, hätte das auch schwieriger werden können. Aber hier, das passt. Ich meine, mit den gemaxten Truppen ist das schon eine easy Sache. Und die Base war jetzt auch nicht so der Knüller. Also von daher erwarte ich da auch einiges. Und wenn ich die Zeit sehe, wird es ein Hunderter. Würde ich jetzt einfach mal so knallhart sagen. Und siehe da, ein Hunderter. Sogar noch 34 Pokis mitgenommen. Was will man denn mehr? Larry, so, Jannis. Ja, auch nett. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich wollte einfach auch euch nochmal wieder ein paar epische Angriffe bringen. Nochmal eine kurze Sache. In der nächsten Woche wird es wieder ein bisschen weniger, weil ihr wisst selber, Montag ist Feiertag. Bin ich also nicht in Hamburg, kann also nicht aufnehmen. Und da sieht es natürlich dann eng aus, ganz klar. Von daher probiere ich jetzt heute, also am Donnerstag, 21.05., noch relativ viel zu produzieren. Aber wie gesagt, man kann halt eben auch nicht, wer weiß was machen. Man kann sich kein Bein ausreißen. Aber ich hoffe, das passt. Oh, die Einserhexe ist schon eine Weile her bei mir. Oh, Moment mal, ein bisschen langsamer hier. Wo haben wir die Hexe versteckt? Ne, die ist noch gar nicht raus. Na, hast du dir bestimmt gesagt, die lässt du gleich zu Hause, wa? Ja, von der Zeit her auf jeden Fall. Also wirklich nur mal Pokis gegettet. Jetzt sah ich schon wieder gegettet, ey, schlimm. So, das war's dafür. Für CW. So, ich muss mal gerade reingucken. Nicht, dass, ja, ich bin Kriegszuschauer. Ja, läuft bei uns, wa? Aber gerade erst angefangen. Aber, kleinen Moment, dann, ganz ehrlich, dann muss man da natürlich auch noch mal kurz reingucken. So, schauen wir mal hier. Einer immerhin. Hier ein Three-Star. Sehr geil. Das ist doch cool. Was schauen wir noch mal. Schauen wir nochmal rein hier. Den Three Star würde ich gerne mal angucken. Da muss ich jetzt aber gucken. Der Überking war 11 und hat den 12. angegriffen, aber dabei dann einen Three Star gemacht. Nice. Gucken wir mal rein. Ah, okay, sogar mit Go Wipe. Bin ich jetzt gespannt. Ich gehe mal davon aus, er wird. Na, obwohl, müsste eigentlich nicht. Genau, ich wollte schon sagen, er muss nicht zuvor die CB locken. Jetzt wird es interessant. Oh, ich bin in den Zoom jetzt ein bisschen verliebt. Ich will das wirklich schön euch zeigen, wie
Das hier ist aber, ich meine, die Magier und wir haben auch einen Max Loon. Ja, das ist nicht zu vernachlässigen. Genau, jetzt kommt, genau, jetzt geht er rein, weil sonst wäre das echt ein bisschen tricky, weil die Golems halten viel aus, aber eben auch nicht alles. Und es ist auch nur ein Einser Golem, also von daher muss da was passieren. Ja, klar, war zu erwarten, auf jeden Fall. So, jetzt. Das sieht erstmal, ich meine, okay, wir haben hier die Packers auch noch. Super Ding, weil ansonsten hätte ich gesagt, sieht das erstmal sehr mager aus. Aber. Ah, guck mal hier. Tesla. Jetzt aber, genau. Die Magiertürme reißen die Tesla weg, weil nämlich sonst wäre es mit den Packern ganz schön eng geworden. Aber dann passt das. Die hier ist auch nicht so vom Level her. Da ist das ganz gechillt. Und durch eine Mauer, da sagen sie, die Packers. Ist auch komisch. Ist auch komisch, dass die nicht gleich auf die Kanone gegangen sind. Aber ist natürlich gut. Dann schalten sie erstmal die Tesla aus und dann passt das. Nice. Sehr. Wie gesagt, die hätten anders laufen können. Leute, die hätten anders laufen können, auf jeden Fall. Da hat ein bisschen Glück mitgespielt. Und wir sehen ja auch die Zeit. Guck mal, wir haben noch eine Minute, was hier passiert. Das ist wirklich nur noch King und Packers. Ich meine, reicht ja. Was braucht man mehr? Man braucht nur einen King und ein paar Packers, die überleben. Das reicht ja. Auf jeden Fall ein richtig geiles Finish. Also richtig cool. Jetzt wird der sich hier gleich die Mauer gönnen. Und dann ist nur eine Frage der Zeit halt. Dann passt das. Einwandfrei auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob oben noch. Nee, war. Ah, doch da. Okay. Dann müssen sie also nochmal hochrennen. Aber passt. Haben wir ja gesehen, dass es ein 100er wird. Aber auf jeden Fall geil. Also richtig ist halt wirklich mal was anderes. Wirklich eine knappe Kiste, aber cool. Richtig, richtig geil. Das ist schön. Überking, gut gemacht. Hat mir sehr gefallen. Ja, Golems sind bei mir ja auf dem Haupt. Okay. Ja, geil. Ah, es wäre so geil gewesen, wenn ich den jetzt offiziell drinne gehabt hätte. Aber da bin ich mal gespannt. Yannick ist 15. und greift den 14. an. Also schon mal Daumen hoch dafür. Egal, ja, egal, kriegen wir hin. Mittlerweile habe ich ja schon die Vierer-Troops, das geht ja schon. Magier, ja klar, da kann ich, da bin ich jetzt der Falsche, auf jeden Fall. Oh yeah. 65, komm, gucken wir rein. Da gucken wir kurz rein. Beim Yannick. Go wipe. Ich, wie gesagt, ich kann darüber nichts sagen, aber ich bin der Meinung, die Golems sind beide zu weit auseinandergedroppt. Was sagt ihr dazu? Dichter beieinander, oder? Oder sehe ich das falsch? Aber wie gesagt, da bin ich komplett außen vor, weil Go Wipe bin ich noch gar nicht dran. Müsste ich langsam auch mal, zumal jetzt, wie gesagt, Golem dann auch Maxed Town Hall 9 wird. Ich bin jetzt in 5 Tagen, glaube ich, bin ich so weit, dass ich den für Town Hall 5 gemaxt habe. Heal hätte noch ein bisschen weiter reingekonnt, theoretisch. Aber der wird sich eh gleich auflösen. Nee, noch nicht. Also der hätte. Ja, okay. Ist zeitgleich. Hättest du den. Kleinen Moment. Hättest du den jetzt ein bisschen höher gesetzt, wäre es theoretisch besser gewesen. Aber der hört ja jetzt eh auf. Von daher Banane. So, hier Magier. Ah ja. Der hatte die CB noch. Und dann ist das jetzt nur noch. Ja, zack, zack. Ein klägliches. Ja, und jetzt noch, ja klar, aber da reißt man natürlich nichts mehr mit. Ist halt so eine Sache. Das soll es dann aber auch gleich gewesen sein. Im nächsten Video seht ihr dann wieder epische Angriffe, beziehungsweise vielleicht packe ich gleich erst nochmal, gehe ich nochmal eine Runde in den Fail-Clan. Gucke ich mal rein. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Ihr haut rein und ich wünsche euch was und ja. Reingehauen. Ciao, ciao.